Ja, hallo und herzlich willkommen. Ich bin Günther LP und das hier ist ein kleines Let's Play zu Minecraft. Wie im Infovideo ja auch schon angekündigt, ist es jetzt lagfrei und meinem neuen Headset aufgenommen, was hoffentlich sehr, sehr erotisch klingt. Aha, erotisch. Also den Ingame-Sound bzw. Oh, ja, so viel zu keinen Lags. Also den Ingame-Sound, den ich gerade so höre, beziehungsweise die Musik, die klingt für mich echt bombastisch gerade. Also so eine schöne Qualität bin ich gar nicht gewöhnt, aber das ist ja auch nicht das Thema gerade. Es geht ja darum, wie gut ihr solche Sachen hört. Und ich hoffe, meine Stimme klingt jetzt viel, viel erotischer. Ja, das wollte ich auch schon mal loswerden. So, natürlich standardmäßig bei Minecraft, wenn man anfängt, mit macht sich natürlich erstmal Baumgefällgedöns. Oder wir machen erstmal ein Crafting Table und suchen erstmal eine Höhle. Oder Steine. Oder ist das ein Riss? Schnell hin. Ui, Riss. Iris. Ah. Das Let's Play scheint unter einem guten Stern zu liegen. So, Klong. Und Sticks und Tralala und Spitzhacke. Ja Mensch, die Spitzhacke, wenn wir die haben, dann können wir ja alles abbauen. Ich gehe mal gerade auf die andere Seite. So, ja, ich bin auch gerade richtig motiviert aufzunehmen, weil eben halt neues Headset, man klingt so professionell und so, ach, ja, so erotisch, um mich nochmal hier so zu wiederholen. So, 4. Ah, da sehe ich auch schon Eisen und da hinten war auch schon Kohle. Moment, ich muss mal gerade was nachgucken. Ich habe natürlich davor alles überprüft vor der Aufnahme, ne, ob alles richtig ist. Also auf jeden Fall so, ich habe mein Headset hier gekriegt, ne, wurde geliefert per Amazon, das AKG GHS-1. Und ja, ich habe dann so gedacht, Alter, scheiße, ich habe jetzt Bock aufzunehmen. Und ich habe mich einfach mal kopfüber in die Aufnahme gestürzt. Wahrscheinlich wird hier jetzt gar nichts funktionieren. Wahrscheinlich nehme ich gar nicht auf mit dem Mikrofon oder so. Oder mit Traps oder so. Wahrscheinlich passiert so irgendetwas. Monster? We are the monsters. Sie kommt, glaube ich, von dem guten Link. Also Zelda spielen. Das kann ich ja mal gerade nachgucken. Nein, kommt von Final Fantasy 7. Okay, naja. War ein Versuch wert. Aber es klingt wirklich sehr nach einem Zelda-Spiel. Link to the Past oder... keine Ahnung, was gibt's da noch alles? Ich spiele Zelda ja nicht ganz so gerne. Also ich hab's früher mal, als ich klein war... also ich bin natürlich jetzt immer noch klein, ne? Ich wachse ja nicht mehr. Auf jeden Fall... dazu sollte man vielleicht sagen, dass ich nur eins... ja, maximal 1,60 groß bin. Moment, das reicht jetzt mal an Stein. Auf jeden Fall, Link, diese Zelda, habe ich nur, ich glaube, Link to the Past gespielt. Pussy, Gedöns. Auf jeden Fall habe ich nur den Teil gespielt und das ist relativ wenig, wenn man ehrlich ist. Und ja, mittlerweile spiele ich Zelda gar nicht mehr. Vor allen Dingen, weil das auch immer nur für die Wii rauskommt oder für Nintendo-Gedöns-Konsolen. Und die besitze ich leider alle nicht. Auch wenn man das leider möglicherweise, wenn man kein Fan davon ist, auch streichen kann. So. Spitzhacke! Bene, wir brauchen Spitzhacke! So. Jetzt brauchen wir noch 2 Öfen. Damit wir hier mal ein bisschen das Let's Play einheizen können. Hell yeah! Jetzt holen wir uns ein bisschen Kohle. Ja, jetzt schon die erste Höhlentour nach 2 Minuten. Okay, 2 Minuten vielleicht nicht, aber vielleicht nach 5 Minuten. Wuhu! Eisen, let's go! Give me Eisen, give me Kohle, give me Gold, give me Lapis, give me Diamonds, oh yeah. Wow! Also ich muss zugeben, ich höre gerade ja, fast zum ersten Mal mit dem Headset und es klingt wirklich verdammt bombastisch. Wenn ich meine bombastisch, dann meine ich bombastisch. Holy shit. So, noch ein bisschen Kohle.
Wir brauchen ja ein bisschen was, um das Eisen anzuzünden. Also, ne, das brennt man nicht ein, das zündet man einfach an. Einmal über die Flamme halten und schon ist das fertig gegart, das Eisen. Natürlich, so wird's sein. So, nee, ich will mich hier lieber doch nicht allzu stark hier drin vertiefen in die Höhle, wortwörtlich. Sondern ich bleibe erstmal ein bisschen draußen. Wir kommen ja immer wieder da rein. Du kommst nicht rein. Außerdem will ich viel lieber erstmal einen Schlitz hier erforschen. Den Schlitzer. Den Schlitzerritzer. Den Emo, der sich ritzt. Nein, 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 nein. Emos müssen sich ja nicht zwingend ritzen. Ich bin ja auch einer, deswegen weiß ich das. Nee, aber sowas gehört ja zur allgemeinen Bildung. Man nennt sie auch Allgemeinbildung. So, hier sind auch ein paar schöne Bäume, die es zu fällen gibt. Glock, 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 Glock. Wir sind übrigens auch in der 1.2.5 Version, weil ich mir gedacht habe, komm, vor der Aufnahme kannst du gerade noch patchen, hast du ja da nicht too many items drin, weil ich das gerade, also gerade fällt es mir auf, dass ich das vergessen habe. Naja, ist ja auch halb so wichtig, ne? Alter, selbst die Sounds von Minecraft klingen gut. Und das heißt was. Und ich glaube, wir haben die Musik noch relativ gesehen, so zum Ingame-Sound, noch ein bisschen zu laut. Ich werde es mal gerade hier manuell regulieren. So, halb so laut ist schon viel besser. Dann hört man auch noch mal ein bisschen Ingame-Sound. Da müssen wir nämlich, also dann kriegen wir nämlich besser mit, falls irgendwo sich von hinten Creeper anschleichen oder sonstiges Gesocks. Gesindel und Gesocks. Ach, ich freue mich. So, da ist unser Crafting Table. Die Frage ist, wo bauen wir... das erste Mal Schaden gekriegt in diesem Let's Play. Also ihr habt natürlich schon ganz schön viel geistigen Schaden gekriegt. Mit dem, wozu ich euch immer hier einlulle. Aber ich habe das erstmal Schaden gekriegt. Beziehungsweise mein Minecraft-Avatar. So... Hier vorne würde ich gerne bauen, so ja, an der Küste. Nicht wahr? Findet ihr auch total schön, oder? Ja, findet ihr schön. Ja, ja, ja. Ja, findet ihr schön. Ja, ja, ja. Na klar. Ist so schön, wenn ich singe und zwar gegen den Takt von der Musik. Das klingt dann bestimmt nachher in der Aufnahme total sweet. Es klingt sweet. Wow. Ja, ich finde es immer noch richtig geil, wie ich so klinge und so. Also. Den muss ich jetzt einmal loslassen. Hä, hey, was hast du denn da losgelassen? Sag doch mal. Ah, Facepalm. So, 1, 2, 3, 4. Ah, 1, 2, 3, 4. Au. Au. 1, 2, 3, 4. Ah, es schmerzt. Schmerzen. Ah, wir sind blutüberströmt. Ich brauch noch ein paar mehr Bäume. Ah. Ha. Schön erstmal ganzen Schnodder in die Nase gezogen. Ja, ich bin ein bisschen erkältet. Man hört's vielleicht auch. Obwohl, ihr seid euch ja diese Qualität gar nicht gewöhnt. Dann hört ihr es wahrscheinlich gar nicht raus. Oh mein Gott. Ah, ist das schön, ist das schön. Und die schöne Melodie spielt mit. Ah, Minecraft. Ein schönes Spiel. Ein Spiel, um mal die Seele baumeln zu lassen. Und sie einfach mal zurückzulehnen, zu entspannen und meiner sweeten Stimme zu lauschen. Ist das nicht schön? Entspannung pur, würde ich dazu sagen. Dann lehnt sie einfach zurück, genießt den Sonnenuntergang und döst.
um es mit Worten zu beschreiben. Man kann es nicht mit Worten beschreiben. Dieses schöne Gefühl der Entspannung. Der vollkommenen Gelöstheit von der Erde. Stell dir vor, dein Zeh, dein Fuß oder was auch immer, dein Kopf wird leichter und leichter. Er sinkt langsam hinab, langsam in die Abendsonne. Du wirst immer entspannter und gelockerter. Du wirst entspannter und entspannter und entspannter. Du fühlst, wie sich deine Muskeln immer mehr entspannen. Du fühlst auch, wie das eigentlich gar keinen Sinn macht und das, was ich hier mache, total scheiße ist. Aber du schaust es dir immer noch an. Du Noob. Ja, erstmal alle beleidigt hier als Noob. Ich bin ja der netteste Mensch der Welt. Wow. Jetzt kommt die Nice Music. So. Solange hier keine Epic Rap Battles of History kommen, bin ich ja zufrieden. So. Peng. Mehr Holz. Ja. Sind hier irgendwo Monster? Monsties? Da ist ein Skelett. Hilfe. Hilfe! Wir werden alle sterben! Die Monster werden uns töten! Ich hab dazu gar keine Lust! Oh. So, daraus mache ich mir jetzt mal gerade eine Tür aus dem hellen Holz. Weil das helle Holz zu nichts zu gebrauchen ist. Das klingt ein bisschen rassistischer, als ich es eigentlich wollte. Naja, kann man nichts dran machen. So, das Eisen, Mensch. So viel Eisen, welcher Luxus. Die Frage ist jetzt bloß, was machen wir die Nacht über? Weil, naja, ihr wisst schon, wir können ja nicht die ganze Zeit drin sitzen und Däumchen drehen. Das kommt nicht ganz so gut. Ah ne, ich wüsste, was ich machen könnte. Schnief, schnief zum Beispiel. Also Koks und so. So. Glaubt das reicht nicht komplett. Nee. Ach, komm ein. Ach, komm. Das ist ja jetzt wohl lächerlich. Ja, wohl lächerlich. So, dann gehen wir mal kurz raus und fällen uns noch Baum. Hallo, Creeper. Ja, gut, gut, komm hierher. Übrigens benutze ich das Texture Pack DokuCraft. Habe ich noch gar nicht erwähnt, ne? Nee. Wieso auch? Das wären ja auch nützliche Informationen, ne? Das in meinem Let's Play, also das geht doch nicht. Wir müssen ein bisschen vorsichtig sein, wir haben... Oh lol! Ja, wir müssen vorsichtig sein. Sehr, sehr vorsichtig. Aber wir jetzt so 5,5 Leben haben und wir respawnen. Also, wir kriegen nichts zurück. Oh Gott. Autsch! Verschwinde! Scheiße. Schnell, lass mich hier lang. Ich muss ins Haus. Huh, endlich sicher. Okay. Wir haben 3 Leben und ein Hunger. Sättigkeitsgefühl. Punkt. Und wir brauchen noch ein helles Holz. Ja, scheiß Camper hier. Ah, jetzt geht das weg. Oder? Jetzt kommst du ja ein bisschen hier hin. Mach mal was. Also, an mich selber gerichtet. Verdammt. Ich will dich bis zum Tag warten, weil ich meine, wir haben mitten in der Nacht. Au! Vollmond. Vollmond for the win. So, die Monster Drops und das Holz können wir auch nochmal da rein tun. Skelett, verpiss dich bitte. Nur einmal kurz. Komm nur einmal. Komm. Hä? Ah, scheiße.